Lord Tequila? Yes, Master. Right. Sternzeit, bla bla bla. Ihr kennt das. Vergesst das, falsches Universum. Wir sind bei Star Wars, wie es sich gehört. Und bei Star Wars am 4. Mai, May the Force be with you, reden wir über das beste Star Wars Spiel zur Zeit und das ist ganz klar X-Wing. Ihr kennt X-Wing hoffentlich, ja. Ihr kennt die ikonischen Raumschiffe wie den rasenden Falken, wie den X-Wing oder das Schiff von Darth Vader, dem TIE Advanced. Ja. Und jetzt kommt was Neues, was ganz Neues und das präsentiere ich euch heute zum ersten Mal schön groß angelegt, nämlich den Rebellentransporter. Fans der Filme natürlich bekannt, das Ding wurde auf Hoth eingesetzt, um die Rebellen vom Planeten zu entführen, natürlich um sie zu evakuieren. Lange gab es nur die kleineren Raumschiffe für X-Wing. X-Wing ist ein Dogfight-Spiel, Jäger gegen Jäger, klar. Die größeren Schiffe wie Falke, Sklave 1 oder das Lambda-Shuttle haben da ein bisschen neue Komponenten reingebracht, aber haben das Spielgefühl nicht wirklich verändert. Jetzt hat sich Fantasy Flight Games entschieden, mit den großen, richtig großen Schiffen eine neue Komponente reinzubringen. Ja, wir sehen, dieser Rebellentransporter hat nicht eine große Base wie der Falke, sondern zwei große Base, die aber über die Bodenplatte fest verbunden sind. Es gibt ein paar Sonderregeln für die Dinger, die wirklich das Spielgefühl extrem verändern. Ja. Wo fange ich am besten an? Punktemäßig sind die großen Schiffe, es kommen noch mehr raus, nach dem Rebellentransporter kommen noch die Tente 4, die zeige ich euch auch gleich noch. Punktemäßig ist das Rebellenschiff, der Rebellentransporter mit 30 Punkten nicht so kostspielig, ja. Aber man kann ihn trotzdem nur in besonderen Regelsystemen einsetzen. Das heißt, das normale X-Wing-Spiel bleibt von diesen Schiffen verschont. Man kann sie höchstens als Hindernisse einsetzen. Ein Rebellentransporter kann eingesetzt werden anstelle von drei Asteroiden beim Spielfeldaufbau. Unwichtig, interessiert keinen eigentlich. Ja, wichtig sind die neuen Regeln. Da gibt es zwei Regelsets zu. Die Cinematic Rules, ja, das heißt einfach Missionen, die aufeinander aufbauen, wo diese Schiffe eine elementare Rolle drin spielen. Und zum anderen epische Schlachten, Schlachten mit mehr als 100 Punkten. Ja, empfohlen wird bei den epischen Regeln ab 200 Punkte, da kann auch schon so ein fetter Pott dabei sein. Diese fetten Pötte spielen sich in der Tat sehr, sehr anders. Ja, das fängt schon damit an, dass so ein Rebellentransporter unter Umständen Waffensysteme an Bord hat, die keine Reichweite von 3 haben, sondern von bis zu 5. Analog zu Reichweite 3 ist es für das Ziel einfacher auszuweichen, wenn es noch weiter weg ist, klar. Andererseits, wenn man ein Ziel früh behaken kann, ist das schon sehr von Vorteil. Die zweite sehr andere Sache ist die Bewegung. Ja, im Gegensatz zu den anderen Schiffen, wo ich ja die verschiedenen Bewegungsschablonen habe, die ich einfach am Schiff vorne anlege, gibt es bei den großen Pötten eine eigene Bewegungsschablone. Ja, und zwar wirklich nur eine. Ich zeige euch die mal, wenn ich sie finde. Hier haben wir sie. Das ist eine solche Bewegungsschablone. Das sehen wir hier an der Seite. Damit kann man alle Bewegungen ausführen, die möglich sind mit diesem Schiff. Das Ganze passiert über das Anlegen der hinteren Base, je nachdem, wie man sich dreht und so weiter und so fort. Werden wir eventuell noch mal im späteren Video mal drauf eingehen. Noch muss ich sagen, möchte ich den einfach nicht auseinandernehmen, weil ist eine Vorabversion gewesen, die ich hier dankenswerterweise mal benutzen darf. Möchte ich nicht zu viel zerstören. Jo. Ich denke mal, was euch bestimmt interessiert, ist das Aussehen des Schiffs vom Nahen. Ja? Und ich lasse mal hier die Kamera ein bisschen drumherum gehen und erzähle euch noch ein bisschen zum Schiff und dem Inhalt dieses Packs überhaupt. Im Gegensatz zu den bisherigen anderen Erweiterungen
ist nur eine Alternative von dem Rebellentransporter drin, dieser Medientransporter GR-75. Ja, man kann nur diesen spielen. Hat einen Punktewert von 30 und kann dafür aber mit richtig schönen Sachen ausgerüstet werden. Es gibt sehr, sehr viele Erweiterungskarten in diesem Rebellentransporter, nämlich 24 Stück. Da sind Sachen dabei wie Reparaturdruiden, verschiedene R3, R2, R4, R5 Einheiten, Torpedos, Schildgeneratoren und so weiter und so fort. Viele davon sind natürlich nur bei den riesigen Schiffen einsetzbar. Riesige Schiffe haben ein eigenes Icon, ein eigenes Symbol. Beim Rebellentransporter dabei ist übrigens noch ein X-Wing mit einer besonderen Bemalung. Er hat eine goldene Nase. Ja, wahrscheinlich ein Synonym dafür, dass sich FFG eine goldene Nase mit X-Wing verdient hat. Beim X-Wing sind auch noch neue Pilotenkarten dabei. Tarn Mission, Hobby Clivian, Wes Jensen und von allen Fans erhofft, erwartet und erfleht Jack Porkins endlich auch spielbar bei X-Wing. Jo, kommen wir mal wieder zurück. Genug gesehen vom Schiff jetzt. Ihr seht, dass das Schiff in zwei Sektoren unterteilt ist. Vordere Sektor, hintere Sektor. Das hat damit zu tun, dass es auch in verschiedenen Sektoren beschädigt werden kann. Das heißt, ich kann das Schiff nicht mit einem Schuss komplett zerstören, sondern muss halt beide Sektoren zerstören. Teilweise, je nach Spielsituation, entscheide ich, wo ich getroffen werde oder der Gegner. Hängt immer davon ab. Es gibt auch für beide Sektionen eigene Schadensdecks. Ja, ich spiele also den großen Pot nicht mit dem normalen Schadendeck aus X-Wing, sondern habe hier ein Schadendeck für die vordere Sektion und hier eins für die hintere Sektion, die alle eigene Effekte haben, sage ich mal. Ja, es gibt also keine Effekte, die jetzt ein Jäger hat. Also ich kann mit einem Schuss kann ich den nicht zerstören. Ja. Hier gibt es so Sachen halt wie Hüllenriss, Senderfehlfunktion, Auswahl der Hilfstriebwerke, Stabilisatoren. Ja, einen Volltreffer gibt es natürlich auch, okay. Den gibt es bei den kleinen Schiffen auch. Und dadurch ist es natürlich auch entsprechend schwerer, das kleine Ding hier vom Himmel zu holen. Aber dafür ist er auch gedacht. Ne? Der sollte ja schon irgendwie was aushalten können. Jo. Was kann ich noch dazu erzählen? Sieht gut aus. Kann was. Bringt nur Spielgefühl. Ist nicht ganz so günstig, ist aber auch wieder ein richtig großes Modell. Wenn ihr auch mal hier guckt, ist auch von der Bemalung her, er wirkt auf den ersten Blick von der Bemalung her grau in grau. Ja. Von unten allerdings, wenn man es hier erkennen kann, ich nehme es auseinander. Ja. Also der Aufwand, den man unten betrieben hat, ist ungleich höher. Ist schon schön, kann man nichts gegen sagen. Jo, ich hatte euch hier versprochen, dass ich euch auch die Tentive zeigen möchte. Die habe ich hier. Vom größten Verhältnis her nochmal eine ganze Ecke mehr Raumschiff als Rebellentransporter. Von einem Falken oder einem X-Wing reden wir mal gar nicht im Zusammenhang. Ja. Und auch hier möchte ich euch die Gelegenheit geben, mal eine kleine Kamerafahrt, um das Ding zu genießen. Die Tente 4 gefällt mir vom Modell her noch wesentlich besser als der Rebellentransporter. Ist einfach noch mächtiger, das Ding. Hier verzichte ich erstmal darauf, euch Karten zu zeigen, weil die sind noch nicht bekannt gegeben worden und man will ja keinen Ärger riskieren. Ich kann euch nur sagen, das Ding wird im Spiel richtig Spaß machen. Das macht auch richtig Kabums. Eine Sache kann ich euch, während ihr die Fahrt genießt, noch verraten. Es gibt ganz interessante Regeln bei den großen Schiffen. Was passiert, wenn ein großes Schiff ein kleines Schiff rammt? Kann man am besten mit Kavum bezeichnen. Wenn ich mit einem großen Schiff ein kleines Schiff ramme,
dann ist das Ding platt. Da gibt es kein Vertun. Das große Schiff kann zwar auch noch Schaden abbekommen, ja, aber kann auch bei der ganzen Sache ohne Schaden davonkommen. Umgekehrt, wenn ich mit einem kleinen Schiff ein großes Schiff ramme, ist die Zerstörung nicht automatisch, kann aber durchaus auch passieren. Ja, okay. Habt ihr jetzt gesehen hier? Triebwerk, ach toll, das Ding ist toll. Also, es würde mich nicht wundern, wenn gerade die Tente 4 auch auf so manchem Schreibtisch einfach nur als Deko-Element landet. Und ich muss sagen, ich bin auch schon gespannt, was die Fan-Community da draußen an Umbauten machen wird. Da bietet sich auch die Tente 4 einfach nur total geil an, wenn ich die Triebwerke sehe. Ja, ihr könnt ja mal spaßhalber googeln nach Umbauten vom Falken, was es da so gibt. Da sind schon mal Freaks da draußen, da werde ich angemessen neidisch. Joa, das war es dann eigentlich schon für heute. Ich hoffe, ihr konntet das Video einigermaßen genießen. Haben wir ein bisschen mit neuer Technik gearbeitet. Und ansonsten, wir sehen uns bald wieder und besucht Tequilas Welt. Ciao.